Herzlich willkommen im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zum ersten archäologischen Vortrag in Präsenz seit über 2 Jahren. Wir haben ja eigentlich diese Serie der Montagsvorträge sehr regelmäßig und durch die Pandemie sind wir dann ins Internet gesprungen. Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass viele, die sich für diesen Vortrag interessieren und nicht kommen können, ihn im Nachhinein noch sehen können. Das werden wir mit diesem Vortrag auch machen. Wir haben hier gerade noch technische Probleme. Wir werden das heute doch nicht live senden, aber das wird aufgezeichnet. Und dann können Sie diesen Vortrag auch auf dem YouTube-Kanal sehen. Also begrüße ich auch die Dazugeschalteten an ihren Bildschirmen, die dann hier diesem Vortrag lauschen werden. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier heute Dr. Immo Heske gewonnen haben von der Universität Göttingen, der seit, ich glaube, Ende der 90er Jahre fast jährlich forscht an der Hünenburg bei Wartenstedt im Landkreis Helmstedt. Das ist eine spektakuläre Anlage. Ich will da jetzt gar nicht viel zu sagen. Ich möchte Ihnen nur kurz Immo Heske vorstellen. Immo Heske hat in Hannover und in Göttingen Ur- und Frühgeschichte studiert, hat seinen Magister 1999 gemacht. Auch schon über die Hünenburg und vor allen Dingen dann seine Promotionsarbeit. Ich glaube, 2004 wurde er über die Hünenburg in Göttingen promoviert und ist dann direkt als wissenschaftlicher Volontär an das Braunschweigische Landesmuseum in Wolfenbüttel gegangen, hat dort unter anderem, das ist das, was mir sehr innerlich ist, eine tolle Ausstellung gemacht über den ideologischen Missbrauch von Wissenschaft, von Archäologie im Dritten Reich. Das war eine tolle Ausstellung, hat auch dazu einen super Aufsatz geschrieben, wenn Sie sich dafür interessieren, wie mit archäologischen Methoden zeitgenössische NS-Ideologie versucht wurde zu transportieren. Dann ist er 2006 zum Seminar für Urnfrühgeschichte nach Göttingen gegangen, hat dort eine Fülle von Forschungsprojekten gemacht, alle möglichen Finanzierungsformate in Wartenstedt, ist der Spezialist für dieses spektakuläre Objekt, das er Ihnen gleich vorstellen wird und uns. Und möchte aber noch erwähnen, dass er noch einige andere sehr, sehr wichtige Grabungen durchgeführt hat. Das Gräberfeld von Gevensleben zum Beispiel oder die Kreisgrabenanlage von Wartenstedt, Gräberfeld von Beierstedt in der Umgebung der Hünenburg. Möglicherweise wird er da sogar was zu sagen. Und auch in diesem spektakulären Königsgrab von Sedin in Brandenburg, sozusagen relativ knapp hinter der niedersächsischen Grenze mit den Kollegen von der brandenburgischen Denkmalpflege. 2017 dann hat er dann endlich eine feste Stelle gekriegt am Seminar in Göttingen als Kustos der Lehrsammlung. Das ist ja eine sehr bedeutende Lehrsammlung und natürlich als Lehrbeauftragter, als Dozent für Praxis, für Bronzezeit. Das sind so seine Schwerpunkte. Eisenzeit, vorrömische Eisenzeit und anderes. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe oft von Immo Heske schon Vorträge gehört, aber jedes Mal kommt irgendein Kracher dazu und der Titel, diese zerrupfte Bestattungen im Titel, er ist zusammengezuckt und jetzt bin ich sehr gespannt, was er uns hier präsentieren wird. Immo. Ja, herzlich willkommen in Hannover. Mein Gruß geht raus an die Hörerinnen und Hörer im Internet, aber ich freue mich sehr, dass ich hier nach 2020, nach so langer Zeit, einen Vortrag in Präsenz halten darf. Insofern vielen Dank, lieber Henning, vielen Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Denkmalamtes, dass ich hier heute sprechen darf. Und ich freue mich, dass viele in Präsenz wirklich auch heute hier hergekommen sind. Ich denke, das Internet mit der Corona hat uns diese Bereicherung beschert, dass wir woanders Vorträge hören können. Aber das muss man sagen, wenn man dann Tagungen erlebt oder auch solche Abende des Präsenz und die Diskussion danach, das ist einfach wirklich ganz toll. Und da müssen wir eben möglichst zeitnah wieder hinkommen in diese Präsenzvorträge. Und bei Tagungen ist es natürlich umso bedeutsamer. Ich möchte jetzt mit den ersten Folien einsteigen in das Thema, in den Landschaftsraum.
Die Hünenburg bei Wartenstedt. Wir sehen quasi aus der Region der Blick auf den Brocken, den wir dort bei gutem Wetter auch sehen können. Unten rechts. Wir befinden uns in dem Bereich der Saale-Mündungsgruppe, die hier in Orange schraffiert ist, angrenzend an die Lausitzer Kultur. Eine Karte, über die man diskutieren kann, aber dort befinden wir uns. Und wenn wir näher ranzoomen, dann sind wir vom Harz hier unten in dem Bild mit den Sternchen, ist der Heseberg und dann auch die Hünenburg dort markiert. So kann man nachvollziehen, wo wir sind. Und das Ganze heißt eben Braunschweiger Lösshügelland. Und das wissen wir, wenn wir uns für die Archäologie interessieren, Löss, diese tollen Bodenwerte, 95-100%, da würde man sagen, da wohnen ja eigentlich immer Menschen in der Urgeschichte, weil die landwirtschaftlichen Erträge sind natürlich wichtig. Wenn wir uns dann aber die Kartierung von Herrn Laux angucken zu den Bronzeschwertern in Niedersachsen, sind wir erstaunt. Der orange Kreis hier unten, das Oval, da sind wir im braunschweigischen Lösshügelland. Tollste Böden, Schwerter, fast gar nichts. Gucken wir in die Lüneburger Heide und ins nördliche Niedersachsen auf den etwas kargeren Böden, alles voll. Also hier ist die Frage, was ist dort passiert? Warum haben wir diese tollen Böden? Warum finden wir dort so wenig Schwerter, die ja uns immer Elite oder Ähnliches anzeigen und hier diesen Zeitraum vor der Hünenburg widerspiegeln? Es war dann hier ein Schwert vom Typ Dahlenburg. Sie sehen das mit diesem roten Punkt eingeblendet, welches von Otto Matthias Wilberts da nochmal in den 90er Jahren publiziert worden ist. Und es befindet sich auf der Kuppe des Heseberges, also eines dieser ganz, ganz wenigen Schwerter im Braunschweiger Land für die Periode 3, für die mittlere Bronzezeit, befindet sich hier auf dem Heseberg. Da wollen wir ja auch gleich hin. Also das ist quasi so eine Vorstufe. Und wenn wir dann uns anschauen, dann sehen wir diese Kümmerkeramik der mittleren Bronzezeit, wie wir sie kennen. Und darunter ein Gefäß ebenfalls vom Heseberg. Und hier sind wir in der Periode 4 am Übergang zur jüngeren Bronzezeit. Jetzt kommt der Werbeblock. Die Hünenburg bei Wartenstedt, Sie sehen ein paar ausgewählte Luftbilder von 38, 98, 2008, Fliegerschule Hildesheim. Vor 1998 war aber die Hünenburg, was die Datierung angeht, man kann sagen, fast nichts bekannt. Es gab die Überlegungen von Wolf-Dieter Steinmetz anlässlich der Bronzezeitausstellung Niedersachsen 1996, könnte die Hünenburg bronzezeitlich sein. Und es gab Wolf-Dieter Steinmetz als Kustos des Braunschweigischen Landesmuseums, aber auch für die Ehrenamtlichen gilt, dass der Archäologe, die Archäologin alleine kann ja wenig ausrichten. Es gab dort auch den Bürgermeister Helmut von Grewe, der sich sehr engagiert für die heimatliche Geschichte eingesetzt hat. Und nun diese beiden Männer waren es, die gesagt haben, Mensch, da müsste man mal was machen. Das interessiert uns. Ist die Hünenburg wirklich bronzezeitlich? Und dann haben die beiden ein bisschen Geld in die Hand genommen und die erste Grabung dort durchgeführt. Sie sehen Wolf-Dieter Steinmetz. Achten Sie nicht auf die Sicherheitsabmessungen an diesem Waldschnitt 1998. Wie er dort steht, 1000 Besucher kamen an diesem Tag der offenen Ausgrabung und bestaunten sich die ersten Befunde dieser Grabungen. Ich war damals als junger Student dabei. Es ging dann weiter, deswegen hier 1998 bis 2000 dann vom Ministerium gefördert, der Waldschnitt, den wir dort durchgeführt und erweitert haben. Und dann das Jahr 2005. Ich war damals Volontär. Wir waren natürlich dienstlich verpflichtet, von montags bis freitags im Museum unseren Dienst zu tun. Aber es gab die Freunde der Archäologie im Braunschweiger Land. Und die waren total scharf darauf, auch den Spaten und die Kelle zu schwingen. Und insofern haben wir im Sommer 2005 von April bis September, bis zum Beginn der Landesausstellung, an jedem Wochenende dort mit den Ehrenamtlichen des Fabelvereins, Sie sehen unten die Bilder, diese ersten Quadranten aufgemacht, um mal zu gucken, was dort ist. Denn es gab dort Lesefundmaterial, aufgesammelte Funde
in großen Mengen, die bereits Gustav Kossinna sich 1925 in der Schule vor Ort angeguckt hatte. Und danach sind noch ein paar Jahrzehnte verstrichen, wo die Männer allein über die Äcker gelaufen sind und Funde aufgesammelt haben. Und dieses Material kam eben nicht aus der Hünenburg, sondern aus dem Umfeld der Hünenburg. Und deswegen hat der Fabelverein dort unter Leitung von Wolf-Dieter Steinmetz und mir dann diese Grabungen durchgeführt. Den Sammler, die Sammlerfamilie, Heinrich Julius Meyer, der schaut sich gerade eine Scherbe an. Also diese Leute haben über Jahrzehnte, über Generationen an der Hünenburg an diesen Sachen teilgenommen. Und die Frau des Bürgermeisters, Frau von Grewe, sehen Sie auch auf diesem Bild. Also eine große Zusprache, eine große Unterstützung, die wir dort hatten. Und wir konnten auf alle Flächen ohne Entschädigungen drauf. Alle Landwirte haben gesagt, kommt doch auch mal zu uns graben. Was findet ihr denn bei uns Schönes? Also das war extrem vorbildlich. Und mit dieser Unterstützung ist es uns dann gelungen, und das sehen Sie hier von 2006 bis 2010 und so weiter und so fort, Projekte durchzuführen, die durch die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, finanziert worden sind, durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und ab 2015 hat die DFG dann dieses Projekt komplett alleine getragen, sodass wir sehr viel herausgefunden haben. Und darüber möchte ich Ihnen berichten. Das wäre jetzt der Block für die Finanzierung und dieses große ehrenamtliche Engagement, welches ich in Wartenstedt mit vielen Menschen erleben durfte. Ja, die Hünenburg, ein Luftbild 1998 mit dem Waldschnitt. Der ist an dieser Stelle gemacht worden, weil eben natürlich auch Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen waren. Im Ergebnis hatte Wolf-Dieter Steinmetz recht. Der Kern der Hünenburg ist bronzezeitlich. In dunkelgrün und in den weiteren Tönen sehen Sie verschiedene Abschnitte der Periode 4 und der Periode 5 und der frühen Periode 6. Und wir haben damals erste C14-Datierungen gemacht, wo wir eindeutig sagen können, der Kern der Hünenburg ist 1130 bis 1020 vor Christus errichtet worden. Es gab dann ältere Daten, mit denen wir damals nichts anfangen konnten. Zum Ende des Vortrags werden die nochmal eine Rolle spielen. Wir haben dann verschiedene Umbauphasen in der Hünenburg mit einer tollen Befunderhaltung. Das sehen Sie hier. Dort, wo es quasi dunkelgrün ist, links das Bild, noch klassisch Dia schwarz-weiß, so war das damals 1998 eben noch, nicht? Mit einer verkohlten Holzkonstruktion, mit Eichenholz, sehr schön erhalten, mit Bearbeitungsspuren, eine verstürzte Steinmauer davor und dann ein paar Generationen später eine Steinmauer, die für die Bronzezeit wirklich sehr, sehr selten ist, in diesem sehr schönen querliegenden Stein und weiter unten, so wie wir es heute nennen, Läuferformat, wenn man mit roten Backsteinen bauen würde, ist das unten sehr schön errichtet. 1,30 Meter noch erhalten. Die Frage ist natürlich immer, Befestigungen, was ist eine Befestigung? Ist es Prestige? Ist es nur die Verteidigung oder ist es eine Abgrenzung im Raum? Hier haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, auch aufgrund der Steinmauer, Verteidigung, ja. Prestige mit den Steinen auf jeden Fall. Und jetzt greife ich vor, denn wir haben nochmal einen Waldschnitt gemacht und ich würde immer sagen, wir müssen bei Befestigungsanlagen mehrere Waldschnitte machen. Wir denken ja immer, Wälle sind aufgeschüttet und damit ist gut. Da wird Steinmaterial und Sand und dies und das rangekarrt und dann ist der Wall irgendwann fertig und dann zerfällt er und verfließt, wenn alles aufgegeben wird. In Wartenstedt waren wir sehr erstaunt. Wir haben den Wall an der höchsten Stelle nochmal geschnitten, aber nur aufgrund Belange des Denkmalschutzes nur bis zur Mitte von außen. Haben den Wall auf 6 Meter Breite aufgemacht, Unmengen wieder an Fundmaterial herausgeholt. Und hier in diesem Profil sehen Sie hier ganz schwach in Grau einen Bereich. Und da waren wir sehr verwundert. Was ist denn das? Und wenn wir uns das nächste Bild anschauen, dort sehen wir eine Grube und in dieser Grube liegt Keramik drin, kaputt, Siedlungsware. Und wenn man das zusammenklebt, dann haben wir ein Vorratsgefäß. Und hier also der Vorgriff, dass wir sagen, die Hünenburg bei Wartenstedt Befestigung, ja. Aber kann es nicht so sein wie im Mittelmeerraum, dass wir so etwas wie Kasematten oder Ähnliches im Wall der Hünenburg haben? Denn hierbei handelt es sich um eine Speichergrube, die mehrere Meter über dem anstehenden Boden liegt
Und hier also die Frage, gibt es dort Räumlichkeiten im Wall der Hünenburg? War er von innen begehbar und das jetzt auch ganz nach außen gerichtet? Also gab es noch eine Öffnung, wo ein Herrscher irgendwelche Verkündigungen oder Ähnliches machen kann? Also das sind Sachen, die sind ganz, ganz neu. Ich will nur vorgreifen, weil wir hier uns einmal den Wall genauer anschauen wollten mit diesen tollen Befunden. Gucken wir weiter in der Entwicklung der Hünenburg. So war es ein Fund und es ist wichtig, dieses Lesefundmaterial sich immer anzugucken. Denn viele Sammler und Sammlerinnen sind ja in allen Zeiten und mit allen Objekten, und gerade wenn es Bronzeschrott ist, nicht so gut aufgestellt. Das ist ja völlig klar. Und insofern war ein Fund für die Hünenburg-Forschung ganz wichtig. Oben links von Ihnen aus gesehen ein kleines Blechfragment, 8 cm groß. Und es zeigte sich dann in der Autopsie im Landesmuseum in Mainz, weil die haben aus dem Rhein und dem Main zwei vollständige Bronzeschilde, dass sich dabei um einen Bronzeschild handelt, ein Bronzeschild des Typs Nipperwiese, der ist auch bei der Marion Uckelmann in dem PBF-Band drin. Und Sie sehen die weite Verteilung, ja, Rhein-Main-Gebiet, dann die Oder, die Elbe und eben die Themse. Dort kommen diese Schilde her und Albrecht Jockenhöfel hat das ja genannt, die schichtspezifischen Bronzen, wo wir sagen können, das ist die Elite der Bronzezeit. Die sind ausgerüstet mit den Schilden und dann sehen Sie in der Zusammenstellung eben den Kammhelm, wie wir aus der Lesung ihn einhaben, einen Brustpanzer und die Beinschienen. Und bei dieser schichtspezifischen Bronze werden Sie verstehen, warum wir dann als Symbol für die Grabungen das Schildfragment, den Schild gewählt haben. Damit war zu sagen, die Hünenburg ist eine bronzezeitliche Befestigung und wir können dort mit einer Anwesenheit einer Elite rechnen. Es sei denn, es ist eben ein Raubgut, was dort in den Boden gekommen ist. Ja, und dann kommt die Geomagnetik ins Spiel, südlich der Hünenburg, Funde über Funde, die Keller sind voll. Was ist das? Wo kommt das her? Das kann ja keine Bodenerosion sein, wenn Sie Scherben mit 10 mal 10 cm Kantenlängen und frischen Brüchen haben, dann kann das nicht über den Wall der Hünenburg erodiert sein. Und dann haben wir dort gemessen mit der Firma Posselt und Zickgraff Prospektion GbR 2001 die erste Fläche. Und das ist der Bereich, wo dann Fabel gegraben hat. Und da ging es dann weiter und weiter und weiter. Ach du Schande, genau. Und noch weiter. Also wir haben mit der Geomagnetik, weil irgendwann völlig klar war, im ersten DFG-Antrag stand 3 bis 4 Hektar Außensiedlung. Nicht? Also wir haben gesagt, ja, 3 bis 4 Hektar, wir sind hier sonst wo. Wir haben mittlerweile eben über 30 Hektar geomagnetisch prospektiert und es ist alles voll mit archäologischen Befunden, auch unterschiedlicher Zeitstellung, darauf will ich heute nicht eingehen. Aber ein sehr ausgedehntes Areal, dass wir sagen, wir haben hier ca. 25 Hektar bronzezeitliche Siedlungsfläche außerhalb der Hünenburg. Und da haben wir uns, das sehen Sie im Luftbild, uns mit Quadranten von 5 mal 5 Meter aneinanderhängend langsam in diesen Bereich vorgearbeitet. Und wenn wir uns das im Geländemodell angucken, sehen wir von der Hünenburg mit diesem Wall, nicht? Bis in die feuchte Niederung der Soltau, dort befindet sich das mysteriöse Kultareal, wo wir uns auch noch hinbewegen werden. Das ist alles voll mit Archäologie, aber es ist ein Südhang. Was erwarten wir? Genau das erwarten wir. Und im Luftbild sieht es dann eben so aus, dass wir diese verschiedenen Grabungsflächen haben, dass wir sagen, wo können wir gucken, wo ist es spannend, wo erwarten wir es, wo haben wir Fragestellungen an diesen Bereich und so haben wir uns dann quasi langsam in die Landschaft vorgetastet und überall ist eben Bronzezeit und frühe Eisenzeit herausgekommen. In der Umzeichnung sieht das dann so aus, alles was grün ist, inklusive dieses roten Bereichs, das ist alles untersucht worden und das Tolle, ich habe im ersten Quadranten locker in die Kulturschicht reinbaggern lassen, weil ich ja gelernt habe an der Universität, wir baggern den Flughorizont weg. Und dann kommt irgendwie der anstehende Boden und da sind die Befunde drin. Nicht? So lernt man das ja und im Hangbereich und am Flug denkt man ja sowieso. Da habe ich leider etwas zu tief baggern lassen, denn Sie sehen warum. Hier steht ein ausgewachsener Mann, Sergej Most, in einer Speichergrube. Und da unten ist er auf der Sohle dieser Speichergrube. Und wenn wir uns das im Profil hier anschauen, sehen Sie, was wir dort an Erde bewegt haben. Wir haben in 10 cm
Straten gegraben und hier steht eine 2 Meter lange Nivellierlatte im Befund. Das heißt, wir haben oben den Flughorizont, das überrascht uns jetzt nicht. Dann haben wir aber eine Kulturschicht der Bronzezeit. Und von dieser Kulturschicht ausgehend gehen Speichergruben weiter runter, aber leider gibt es noch ein Kolluvium und darunter liegt noch Rössen- und Linienbandkeramik. Und erst wenn wir durch dieses Kolluvium durch waren, hier unten, dann konnten wir die Befunde schneiden, so wie wir es archäologisch ja kennen. Also sind wir dort in diesen Quadranten jeweils 2 Meter runtergegangen, 10 Planer pro Quadrant mitunter und haben das Fundmaterial rausgeholt. Keramik sehen Sie hier restauriert oder eben unten in den Gruben entsprechend liegen und die dokumentierten Profile sehen dann so aus, dass wir immer wieder überall Stück an Stück diese bronzezeitlichen Speichergruben fassen, also dort, wo das Getreide drin gelagert worden ist. Und die sind dann verfüllt worden mit neuem Aushub und natürlich immer mit diesem Siedlungsschutt. Manche Gruben eimerweise das Fundmaterial raus, in anderen nichts. Und schauen Sie mal in Wolfenbüttel, als wir dort das Material dann aufgearbeitet haben, das ist alles erfasst. Das sind alles Funde aus Wartenstedt und nur ein Teil. Wir haben über 4 Tonnen Keramik aus diesen Quadranten herausgeholt. Das ist alles gezählt und gewogen und gemacht und getan. Nicht? Hier die verschiedenen Gefäße. Wir haben auch Vorratsgefäße gepuzzelt, um mal zu sehen, wie die sind. Sie sehen hier die Höhen, 50 cm groß. Und mit Hilfe der Volkswagen Stiftung konnten wir dann auch so etwas wie Importkeramik und so solchen Dingen nachgehen. Darüber hat Sergej Most seine Dissertation geschrieben mit ganz tollen Ergebnissen. Er ist gerade Volontär im Rheinland und hat also hier über die Hünenburg promoviert. Aber mit den Gefäßen möchte ich Sie nicht mehr langweilen, denn die Frage ist ja, Albrecht Jockenhöfel schreibt, Befestigungsanlagen sind Zentren der Metallverarbeitung. Das hatten wir auch in den ersten DFG-Antrag so reingeschrieben. Ja, und hat natürlich die Hoffnung, dass was in so einem Antrag reinsteht als Arbeitsaufgabe, ob das auch erfüllt werden kann. Und wir sehen hier Gießformen aus Brandlehm. Das ist natürlich auch ein fieses Unterfangen. Sie sehen hier einen Maßstab, die sind so 2-3 Zentimeter groß, liegen in diesem ganzen Schutt der Keramik mit drin. Und dann müssen Sie aufpassen, wenn die Studierenden das Material auf der Grabung waschen, dass es eben nicht kaputt gewaschen wird, sondern dass man ganz vorsichtig damit umgeht. Und wir sehen hier Gießformen für Lanzenspitzen unten links. Und was uns besonders gefreut hat, Gießformen für Schwerter. Erinnern Sie sich an Herrn Laux? Da gibt es gar keine Schwerter im Braunschweiger Land, so richtig. Und wir fassen hier Gießformen für 6 verschiedene Schwerter. Hier Griffzungenschwerter und das ganz Tolle dabei ist, Sie sehen diese Gipsabgüsse, da sieht man das ein bisschen besser, da sind die Nietlöcher mitgegossen worden, dass man also sagt, wenn ich das durchsteche, dass ich dort nicht so viel Metall habe. Und es gibt ein Schwert, das sehen Sie hier, das Schwert von Typ Bergen-Klüss vom namengebenden Fundort, Jens-Peter Schnitt hat mir das zurechtgestellt, da haben die bei diesen Nietlöchern die an einigen Stellen nicht durchgestochen und da sehen wir nämlich, dass diese Gießtechnik, die wir in Wartenstedt haben, hier bei dem Griffzungenschwert des Typs Bergen-Klüss angewandt worden ist. An den Stellen, wo die Nieten durchgeschlagen werden, ist das Metall etwas dünner gearbeitet worden. Und als sie das mal auf einer Tagung gezeigt haben, meinten sie, im Mittelmeerraum werden die einfach durchgestoßen, die machen da sowas nicht. Aber in Wartenstedt sind wir natürlich ganz modern, metallsparend und können natürlich solche Gießtechniken anwenden und sehen also Schwerter, 6 verschiedene Schwerter. Ein Stück ist eben hier gefunden worden in Wartenstedt vor 1930 aus der Sammlung. Ansonsten haben wir dort keine weiteren Belege. In einem Bereich der Fläche 2007, wo wir so etwas wie Herzstellen haben, dort kamen besonders viele Gießformfragmente heraus. Ich sage Gießform und nicht Gussform, weil ich finde die Begründung von Detlef Janssen, der das ja bearbeitet hat im Rahmen des PBF-Bandes, finde ich sehr naheliegend, also nenne ich sie Gießformen hier. Also wahrscheinlich so etwas wirklich wie eine Werkstatt für Schwerter und Lanzenspitzen. Und was wir eben auch haben, die Folie ist doppelt, das ist natürlich doof, haben wir hier
dann auch in den ersten Grabungsjahren Sichelgießformen in Wartenstedt gefunden. Und wir sehen die Orientierung nach Osten mit diesen Gießformen und auch diese Marken, die Christoph Sommerfeld ja auch bearbeitet hat, wie als was sind das zu werten. Und so eine Markensichel ist dann auch in Wartenstedt aus einer Speichergrube herausgekommen, auch C14 datiert. Also das passt sehr gut zusammen. Wir haben Gießformen für Sicheln, wir haben Abdeckplatten für diese Sicheln, das sind diese verschiedenen Gießtechniken und entsprechend auch einen Fund aus einer Speichergrube. Und das muss ich jetzt überspringen, die habe ich irgendwie doppelt reingeschoben. So, jetzt geht es nämlich weiter. Also das sind die Gießformen, dass wir sagen, Wartenstedt ist ein Zentrum der Metallverarbeitung. Albrecht Jockenhöfel, der Professor aus Münster, hat recht, für Wartenstedt gilt das. Was wir gar nicht wussten, was noch in den Speichergruben so alles drin sein kann. Hier sehen Sie ein Profil mit einer menschlichen Kalotte. Wir hatten zu Beginn gedacht, na gut, Lössboden, beste Siedlungsbedingungen, die Bandkeramiker waren hier, die Rössener Leute waren hier, Michelsberg und so weiter und so fort, Bernburg, Kugelamphorenkultur. Naja, das sind irgendwelche verlagerten Gräber, kaputten Gräber. Da kommt mal ein Schädel mit rein. Und das waren aber so viele und dann haben wir auch welche datiert und haben gesehen, Mensch, die gehören alle in unseren Zeitkontext. Vor allen Dingen Schädelfragmente, hier auch mit Lochbrüchen, also Hinweise auf Gewalt, die aber dann eben in dieser Größe in den Speichergruben gefunden worden sind. Und insofern war es sehr hilfreich, dass wir eben auch eine sogenannte zerrupfte Bestattung gefunden haben. Ein Mann, um die 50 Jahre alt, im Jahre 2009 gefunden. Und Sie sehen diese sehr starke Hocklage. Aha, okay. Aber schauen Sie sich den Schädel an. Das können Sie vielleicht schlecht sehen. Schauen Sie sich den Schädel jetzt an. Sie können Haare auf den Zähnen haben, aber Sie haben keine Haare an den Augenbrauenwülsten. Und hier hat man diesen Schädel, man hätte ihn abgenommen und versucht wieder ein Auge hinzubauen, indem man einen Unterkiefer, der Unterkiefer ist in zwei Teile gebrochen worden, man hat ihn hingelegt und nachher bei den Fotos mit dem abgenommenen Oberarm sah man, da die Anthropologin, dass die oberen drei Halswirbel falsch herum wieder in die Wirbelsäule reingelegt worden sind. Also, wir fassen hier ein mehrphasiges Bestattungsritual, bei dem anscheinend der Schädel eine besondere Rolle spielt. Das sieht man dann hier auch auf einem anderen Vergleichsfund aus Sachsen-Anhalt, wo der Schädel auch abgenommen wurde und zwischen die Arme gelegt worden ist. Wir haben mittlerweile über 90 Individuen nur in Einzelteilen und mit einem unglaublich hohen Prozentsatz sind es die Schädelfragmente und dann sind es die Oberschenkel. Und insofern möchte ich Sie daran erinnern, wenn Sie in Süddeutschland in katholischen Kirchen dort in die Grüfte gehen, da gibt es das manchmal ja, da sind die Schädel aufgestapelt, da stehen manchmal Namen drauf mit Sterbejahr. Und es werden die Langknochen dort reingelegt, die Oberschenkel. Der Rest eines menschlichen Skelettes spielt auch dort in diesen Grüften häufig keine Rolle. Und es ist insofern die Frage, was dort mit den Menschen passiert ist. Denn eigentlich ist es der Übergang von der Körper- zur Brandbestattung in diesem Zeitraum. Das ist also die Frage. Womit wir uns auch beschäftigt haben, sind die Tierknochen, denn auf diesen kalkhaltigen Lössböden sind die Tierknochen hervorragend erhalten. Sie sehen hier diese Waschsiebe und dann liegen da in großen Mengen und im oberen Bereich ist alles voll mit Tierknochen. Frau Dr. Gräfen-Peters hat das ausgewertet und es geht ja häufig immer um auch, wie viel Fleisch sollen wir essen, wie ist das? Da können wir natürlich sagen, die sind alle hervorragend gehalten worden, diese Tiere. Die laufen dort auf dem Heseberg herum. Aber sie laufen auf dem Heseberg herum. Und wir sehen das deutlich, die Anpassung an den Naturraum. Der Heseberg, ein Karstrücken, dass wir in der Mittelgebirgszone 50% und mehr Rind haben, ist keine
Überraschung, wenn wir nach Rodenkirchen gucken zur Arbeit, Erwin Strahl. Dort im Nordseeküstenbereich ist das Licht, das Rind bei 70-80%, also jene typische Mittelgebirgslandschaft. Aber dieser Karstrücken, die Menschen passen sich an. Wir haben hier einen Anteil von Schaf-Ziege, das kann man ja nicht weiter trennen, von knapp 30%, während Schweine mit der Eichelmast im Wald bei knapp 20% liegen. Also hier werden wenig Schweine gegessen. Der Baumbestand ist auch nicht mehr so doll im Laufe der Hünenburg. Und das zweite Tier quasi an Bedeutung ist Schafziege, die hier entsprechend verzehrt worden sind. Wir haben uns dann ja mit diesen verschiedenen Flächen beschäftigt. Und das finde ich nochmal den Hinweis nach dem Motto, müsste man dort noch ausgraben? Tja, es ist eben einfach noch alles voll. Und man weiß nicht, ob in der Fläche nebenan noch was viel Tolleres liegt. Denn wir haben in den Jahren drumherum die Flächen 1, 3, 4, 2, 5 alles gegraben und dann in dem letzten DFG-Projekt die Fläche 13 und die Fläche 14. Und in der Fläche 14 lag dann ein Tier, ein deponiertes Tier. Und erinnern Sie sich an den Mann, der dort zu Rupf gelegen ist mit diesem Schädel. Hier haben wir ein Rind liegen, das ist dann ein Stier in der archäozoologischen Analyse. Und wenn man sich das genauer anguckt, fehlen wiederum Teile und eben die hinteren Extremitäten sind auf dem Rumpf deponiert worden. Das heißt, wir haben hier ein Tier geschlachtet. Es wurde teilweise verzehrt, es sind Knochen entnommen worden und sie sind auch wieder an verschiedenen Stellen drapiert worden. Die Untersuchungen sind hierdurch Frau Dr. Gräfen-Peters so gut wie immer durchgeführt worden. Und dann in der Fläche 13 sehen wir hier in der Umsetzung dann auf einmal ganz viele Tiere, die wir vorher so nicht hatten. Da hatten wir wirklich nur diesen Stier und hier sehen wir eine ganze Menge an deponierten Tieren, unter anderem ein Pferd, wieder ein männliches Tier, einen Hengst, 5 Jahre alt geworden. Wir sehen diese sehr ungewöhnliche Lage in dieser ja 1,60 Meter, 1,80 Meter tiefen Speichergrube, liegt unten der Hengst in dieser Lage, vollständig erhalten. Aber mit Hinweisen auf Zäumzeug oder Kopfgeschirr, Abrasionsfacetten deuten auf die Trense hin, also ein Arbeitseinsatz als Zug- oder Reittier. Dieses Tier ist also hier deponiert worden. Und ein Schlüsselfund war dann dieses Rind. Es ist wieder ein Stier. Und es fehlen eben überwiegend die Extremitäten und wir sehen Hinweise auf Entfleischung und Enthäutung. Hier fassen wir also dann diesen eindeutigen Beleg, die Tiere wurden geschlachtet und sie wurden verzehrt. Und damit sind natürlich Überlegungen auch an den Mittelmeerraum geknüpft, wo eben gesagt wird, es müssen gute, wichtige Tiere geopfert werden. Nur dann können wir eben die Götter gnädig stimmen und nicht den letzten Zossen, der im nächsten halben Jahr sowieso verreckt, nicht? Dass wir dort dass die Ehre den Göttern erweisen. Und das scheint eben mit diesen ausgewählten Tieren geschehen zu sein, auf jeden Fall mit den Stieren. Fraglich für uns ist hier die Deponierung eines Hundes, der nun ganz jung gewesen ist, der vollständig gewesen ist, der nicht gegessen wurde wie andere Hunde in diesem Zeitraum. Hier aber eine Fraktur an der rechten Schulter. Wir gehen hiervon aus, dass es ein Hütehund ist, der eben in Ausübung, in dem Erlernen seine Hütetätigkeit verletzt worden ist, gestorben ist und eben aus Gründen, die wir nicht kennen, eben dann auch hier in diesem Areal der Tiere bestattet worden ist. Und dann sehen wir hier eine Grube wieder mit einem Rinderschädel, um den soll es sich gehen, denn in der Archäologie in Niedersachsen ist dann der Artikel überschrieben worden, der bronzezeitliche Bauernhof ist komplett, denn was fehlt noch? Das Schwein. Nicht? Und das haben wir eben hier eine Schweinedeponierung, vollständig erhalten, keine Zartheilungs- oder Schlachtspuren. Hier im Skelett fand sich eine knöcherne Lanzenspitze. Also wir fassen hier vielfältige, wahrscheinlich kultisch-religiöse Ausübungen in diesem Bereich.
Und Sie sehen, der Nordpfahl hier guckt dieses Tier nach Osten. Und das ist bei diesen Tieren ganz wichtig. Die Stiere gucken auch meistens nach Osten. Es gibt immer diese Ausrichtungen. Wir haben hier einen halbierten Schädel eines Rindes. Der Rest war wirklich nicht da. Ist ganz akkurat abgetrennt worden und ausgerichtet worden. Auch dieser Schädel hat eine Ost-West-Ausrichtung. Also hier scheint eine ganze Menge mit diesen Tieren passiert zu sein. Und wir fassen nicht nur diese zerrupften Bestattungen, die drumherum, hier um den Harz herum, für Sachsen-Anhalt und Sachsen sehr berühmt sind. Im frühen 20. Jahrhundert konnte man das auch noch nicht so richtig einschätzen. Da wurde geschrieben, ein gewisses Geschmäckle, also da wurde so ein bisschen Kannibalismus angeteasert, würden wir heute sagen. Da gehen wir aktuell nicht von aus, aber diese Befunde sind bekannt. Aber in dieser Massivität in den Siedlungen, gerade mit diesen Schädelfragmenten, kennen wir es nicht. Und es lässt sich eben bis zum gewissen Maße eben auf den Umgang mit gewissen Tieren, also hier vor allen Dingen Rindern, entsprechend übertragen. Das sehen wir dann, wenn wir uns diesen Kulturraum eben weiter anschauen. In grün menschliche Skelettreste in Siedlungen. Da sehen Sie, wenn wir um den Harz herumgehen, nach Sachsen-Anhalt, unheimlich viele grüne Punkte. Es handelt sich in diesen Fällen aber meistens eben um diese zerrupften Bestattungen und nicht um diese Einzelknochen. Das ist ja vom Erkennen nochmal was ganz anderes. Und wir sind in einem Bereich der sogenannten Hausurnenkultur, und das sind diese hellblauen Symbole, diese Gesichtsurnen, diese Hausurnen entsprechend darstellen sollen und die nur in diesem nördlichen Bereich des Harzes vorhanden sind. Das ist die Hausurnenkultur. Und wenn wir uns dann die Bronzebecken, die uns auch noch beschäftigen werden, anschauen, fügt sich das mit der jüngeren Bronzezeit zusammen. Die Frage ist natürlich, wo sind diese Leute begraben, die dort gelebt haben? Ein Grab auf dem Heseberg der Periode 4, ein zweites der Periode 3, damit kann ich keine Befestigung füllen. Und insofern war es natürlich sehr gut, dass August Fasel 1891-92 im engen Kontakt mit Rudolf Virchow sich auf die Suche gemacht hatte nach einem Gräberfeld. Und dieses Gräberfeld, er sollte Gesichtsurnen und Hausurnen suchen, bei Beierstedt gefunden hat. Wir haben dieses Areal dann auch geomagnetisch prospektiert. Dabei habe ich hier eine ganze Menge gelernt. Die weißen kleinen Punkte, die Sie sehen, das sind die Gräber, die August Fasel 1891-92 ausgegraben hat. Und wir sind in einem Südhang mit dem Grote Höckelsmatt, einem kleinen Huckel, der als Kolluvium, als Erosionshindernis dient, und vom Heseberg ist Material heruntergeflossen und hat sich über dieses Gräberfeld gelegt. Die Kollegen meinen, das ist ja alles verflügt, da findest du gar nichts mehr. Und was wir gefunden haben, ist ein Gräberfeld, völlig unberührt, wo wir sogar noch die Markiersteine der Gräber freilegen konnten, weil da drüber eben 20 cm Kolluvium liegen. Die Geomagnetik sieht nichts, aber die Gräber hervorragend erhalten. Und wir haben dann, das ist immer meine Aufgabe an der Universität, auch Nachwuchsförderung zu betreiben. Simone Menk hat sich dann damit beschäftigt und hat es geschafft, aufgrund der alten Grabungspläne und unserer Grabungen das zuzuordnen. Also die Gräber, die August Fasel 1891-92 ausgegraben hat, die konnten wir identifizieren. Und die haben damals den Leichenbrand, die haben nur die vollständigen Gefäße mitgenommen, die kaputten Gefäße haben sie reingeworfen. Und den Leichenbrand haben sie auch wieder reingeschüttet. Und so konnten wir uns dann damit beschäftigen, welche Männer und Frauen und wer und was dort bestattet worden ist. Und Frau Menk hat sich dann überlegt, wie sah dieses Gräberfeld aus mit kleinen Grabhügeln, mit diesen Markiersteinen abgrenzt, dass wir einen Eindruck bekommen, wie unterschiedlich dieses Gräberfeld eventuell strukturiert gewesen ist. Also ob dort so schöne Bäume standen oder sowas, das wissen wir ja nicht. Aber da meinte Frau Menk, das sieht auch ganz schön aus. Da kann man sich als Angehöriger auf so einem Stein oder einer Bank vielleicht hinsetzen und an die Vorgänger der Familie denken. Was wir dort fassen, sind eben Männer und Frauen und spannenderweise auch noch zwei Körperbestattungen. Also die der thüringischen Kultur zu ordnen. Das heißt, dieser Kulturaustausch an dieser Befestigung spiegelt sich auch in dem Gräberfeld wider. Wir können sehen, die Männer 50 bis 70 Jahre alt, nicht? Kinderbestattungen 7 Jahre, Frauen 40 bis 60 Jahre, also ein relativ hohes Alter.
wenn wir etwas über die Menschen dort erfahren wollen. Ist das mit dieser Studie greifbar? Die Körperbestattung einer Frau aus Thüringen vermutlich. Und was, wie es sich für einen Herrschaftssitz gehört, eine sehr reiche Beigabenausstattung am Übergang von der Bronze zur frühen Eisenzeit. Die Bestattung, wir haben Steinschutz, dann Urnen oder nur den niedergelegten Leichenbrand und für die Männer Rasiermesser oder eben Nadel, Pinzette und Ohrlöffel und Nagelreiniger, so für den Mann von Welt oder die Frau von Welt für die körperliche, also für die Körperpflege in dieser Zeit. Das können wir dort auch belegen. Hausurnenkultur, darauf will ich noch kurz eingehen. Was soll das sein? Ja, Bestattungen in Häusern, in Hausgefäßen, die aussehen wie Häuser oder eben Gefäße mit einem Gesicht. Und beim Ausschlemmen dieses Leichenbrandes von 1891-92 hielt auf einmal eine Studentin diese Glasperle einem unter die Nase und man dachte, was ist denn das? Und dann geht man natürlich los und guckt nach Vergleichen und hier in Gelb und Rot sind die Vergleiche zu unserer Perle aus Beierstedt. Da sind wir also in Italien und ein wenig nach Südosteuropa. Damit kommen wir alles mehr oder weniger südlich der Alpen, nur in Beierstedt diese eine Perle, die dort im Grab gelegen hat. Und wir haben im Wasserlauf dann einen Bratspieß gefunden, dieser Zeitstellung. Und hier sehen Sie die Bratspieße. Also wir haben hier in diesem Gräberfeld von Beierstedt ganz massive Hinweise auf Kontakte nach Südeuropa. Und es gibt eben auch aus den Grabungen eine bemalte Scherbe, die ich vielleicht etwas mutig in so eine Amphore eingesetzt habe, mit einem roten Strich drauf und ganz eindeutig weiß bemalt. Also hier die Frage, gibt es hier ein ganz, ganz frühes Importgefäß aus dem italischen Raum? Denn die Kontakte, die sind unbenommen, wenn wir nach Sachsen-Anhalt gehen, in das Gebiet der Hausurnenkultur, sehen wir hier eine Urne aus Holm vom Salzlandkreis und dann Campo Bisenzo. Und auch dort sitzen hier die Vögel auf dem Dach, diese Wasservögel, diese Urnenfeldervögel. Das heißt, diese Kontakte zwischen Italien, Etrurien und dem Nordharzgebiet mit der Hausurnenkultur, die sind seit über 100 Jahren unbestritten. In diesem Bereich befinden wir uns, aber da sind wir eben in diesem Bereich der Hünenburg eben um 700 vor Christus. Und vorher das mysteriöse Kultareal. Man kommt da ja hin an so einen Fundplatz und weiß gar nicht, was einen erwartet. Denn August Fasel hat 1901 und dann 1903 und 1907 zwei Horte angekauft, die dort ausgepflügt worden sind. Südlich der Hünenburg irgendwo, 1901 gab es noch kein GPS, eingemessen wurde es auch nicht, also irgendwo auf dem Acker. Woher? Sie sehen die Kartierung dieser gegossenen Bronzebecken, das ist schon komisch dort am Nordharz. Eigentlich ist es eindeutig nordische Bronzezeit. Ernst Sprockhoff schrieb in einer Festschrift 1966, irgendwie könnte am Nordharz ein Bronzehandwerker gesessen haben, der diese Becken hergestellt hat. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, 1966. Er hat es intuitiv erfasst. Zusammengebracht kommt man dann der Sache schon ein bisschen näher, wenn man dann in einer Siedlungsgrube ein verziertes Tonbecken findet. Es war das erste, was gefunden wurde. Die dänischen Kollegen waren begeistert in der House of the Tag. Und da drin ein menschlicher Halswirbel. Also wenn die die zerrupften Bestattungen haben und diese nordische Bronzezeit mit den gegossenen Bronzebecken, da haben sie ein Miniaturbecken mit einem Halswirbel drin. Das sieht sehr schön aus. Und dann gibt es so ein Gießformfragment, wo sie denken, ja, passt ja schon ganz gut. Hatte Ernst Sprockhoff recht? Jetzt passen Sie auf. Jetzt sehen Sie das Becken von 1901 und die Gießform 2008. Ja?
Das hat August Fasel 1901 angekauft, ist ausgepflügt worden, von den Knechten abgegeben worden, das Depot. Und 2008 in der Fläche, wo wir die Lanzenspitzen und die Schwerter hergestellt haben, da ist dieses Gießformfragment gefunden worden, das passt dran. Also die Gießereiwerkstatt zu diesem Bronzebecken war in Wartenstedt. Das können wir nach diesen Forschungen sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir noch dieses Depot näher verorten? Martin Posselt hat diese Magnetik durchgeführt und wir dachten, um Gottes Willen, da kommt ja immer mehr. Eigentlich wollten wir an der Soltau mal aufhören. Dann haben wir diese verlandeten Wasserläufe entdeckt, die sind verfüllt seit 300 Jahren. Und was ist zwischen diesen Wasserläufen? Hier kann man es noch nicht richtig sehen. Nordrhein-Soltau-Aue. Schauen Sie sich das an. Anomalie an Anomalie da unten an der Soltau, 800 Meter von der Hünenburg entfernt. Bevor ich Ihnen verrate, was das ist, sage ich, wir haben mit den Sondengängern gearbeitet, mit Herrn Dr. Michael Geschwinde. Die haben wir da mal rübergeschickt. Immer in Begleitung mit einer Studentin zum Einmessen der ganzen Funde ordnungsgemäß, zum Einsammeln des Eisenschrottes. Und dann haben sie ein Fragment Wendelhalsring gefunden. Da sind wir schon mal in diesem Zeithorizont. Das ist ja ganz schön. Und dann kam das 2013. Ein kleines Bronzefragment einer Wandung. Und dann kam das, ein Randstück eines Objektes. Und dann kam noch ein Stück, da bin ich nach Wolfenbüttel gefahren, zum guten Wolf-Dieter Steinmetz. Ich habe gesagt, ich würde mal gern an deine Vitrine. Das Becken 1903, das Randfragment 2013. Anpassend. Das heißt, was dort 750 vor Christus irgendwo dem Boden übergeben worden ist, nämlich an dieser Stelle. Stefan Pfeil hat das ja für das Tier von Weitsche ganz toll herausgearbeitet, wie durch den Flug Objekte von A nach B transportiert worden sind. Haben wir also im Jahr 2013, 2014 drei Fragmente des kaputten Beckens dort finden können. Leider liegt genau an dieser Stelle ein großes Ackergerätteil aus Eisen, deswegen sieht das an dieser Stelle so aus, das sind nicht unsere Funde. Aber dort in dem Bereich haben wir zwei Beckenfragmente unmittelbar nah beieinander finden können. Das heißt, die Becken sind irgendwo in diesem Bereich bei diesen Anomalien vergraben worden. In der jüngeren Bronzezeit. Das konnten wir sehen und Sie sehen ja die weite Entfernung hoch zur Hünenburg. Schauen wir uns mal die Wasserläufe an. Auch dort Gefäße, links Deckschale, Tasse und Gefäß. Und das ist Beierstedt. Also hier scheinen wir auch Bestattungen im Wasserlauf zu haben. Und Segelohrringe und anderes aus diesem Zeitraum, frühe Eisenzeit, fanden wir auch im Wasserlauf, genauso eine Karneolperle. Also ist es eben sehr wahrscheinlich, dass wir hier in diesen Bereichen des Wasserlaufs mit unseren Grabungsflächen auch noch Bestattungen oder Ähnliches nachweisen können. Aber diese Punkte, die haben wir dann aufgemacht. Da sehen Sie dann dieses hier. Ja, es sind nur erhitzte Steine, aber wir sehen sie wenigstens gut in der Magnetik. Was machen diese erhitzten Steine da? Sie sehen diese Reihen, das war diese erste Magnetik 2011. Sehr schön hier, teilweise eben leider zerpflügt. Wir sehen Drainageleitungen und eben hier unmittelbar im Flughorizont liegend zerpflügt. Diese Gargruben, Feuergruben, wie wir sie nennen, nach Süden dünnen sie irgendwie aus. Und wenn dann es ausgedünnt ist, dann denken wir, aha, da ist nichts mehr. Aber das Areal, die alte Landschaft der Bronzezeit fällt zur Soltau hin ab. Wir haben eine Bodenüberdeckung von über einem Meter. Wir haben das alles mit der Hand rausgeschaufelt, weil wir dachten, aha, da sind sie im Flughorizont, das geht immer gerade weiter, da ist nichts mehr. Haben wir baggern lassen und haben wir festgestellt, Pustekuchen, das alte, die bronzezeitliche Oberfläche fällt ab und wir müssen da über einen Meter mit der Hand rausnehmen. Auf 200 Quadratmeter 46 Gargruben. Und wenn Sie sich das jetzt komplett anschauen, dann können Sie erahnen, was in Wartenstedt an Gargruben vorhanden ist. Wie alt sind die? So alt?
Ja, passend, sehr schön. Ein Kieler Datum, war eine Zeit lang ja sehr umstritten, was da in Kiel mit den Datierungen los ist. Nicht? Deswegen schreibe ich immer dran, wann das gekommen ist, Mai 2011. Ja, und dann ein Datum aus Mannheim, identisch dazu aus dem Januar 2015. Hier also eine optimale Datierung dieser Befunde. Ja, und ich habe Ihnen gezeigt, wo wir die Bronzebecken her haben. Ich habe Ihnen die Verbreitung der Bronzebecken gezeigt. Ja, und das ist wirklich mysteriös, denn eigentlich sind diese Gargruben in den Arbeiten von Marcel Honeck oder erst recht Jens-Peter Schmidt ja ebenfalls für diesen Bereich fest umrissen, die zur nordischen Bronzezeit zählen. Und die fassen wir mit der, ja, ich muss sagen, bis vor 2 Jahren größten Verbreitung in Deutschland. Das war Wartenstedt. Jetzt hat der Kollege Jens-Peter Schmidt wieder nachgelegt mit einem noch größeren Areal in Mecklenburg-Vorpommern. Da erwarten wir es. Also hier das mittlerweile nur zweitgrößte Areal an Gargruben am Harz an der Befestigungsanlage. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, der hieß Nordic by Nature. Und wenn wir uns die Bronzebecken angucken und wenn wir die Gießerwerkstatt für die Bronzebecken in Wartenstedt haben und 700 Gargruben oder wie viel auch immer, dann müssen wir davon ausgehen, dass in der Periode 5 dort Leute aus dem Norden nach Wartenstedt kommen und dort ansässig werden, über mehrere Generationen ihre Kulte ausüben können. Und Sie haben die Einflüsse gegen zerrufte Bestattungen, das kommt aus Südosteuropa. Also hier haben wir aus verschiedenen Regionen eine Zusammenkunft von Menschen, die dort zusammen leben. Ich möchte nicht jetzt eingehen auf die Fundstellen am Heseberg. Sie sehen unheimlich viele Areale, wo wir tätig geworden sind. Im Rahmen der Lehrgrabung sehen hier einen Studierenden, ja, das ist ja ein Student eindeutig zu erkennen, mit einer Ziege, die dort jetzt mittlerweile auch wieder Gras und die Hünenburg in Ordnung hält. Wir haben dann, und das will ich jetzt noch zeigen, auf der Hünenburg gegraben. Denn Sie werden sich vielleicht zu Recht fragen, warum sind die nicht da oben gewesen? Es ging in den Projekten darum zu sagen, gibt es eine Außensiedlung an einer bronzezeitlichen Befestigungsanlage? Das war Projekt 1. Ja. Das zweite Projekt war Landschafts- und Ressourcennutzung. Was machen die im Umfeld? Da sind wir auf die Fundstellen gegangen, haben uns den Wasserlauf angeguckt, die Gargruben, andere Bereiche außerhalb. Dann haben wir gesagt, was ist denn jetzt da oben los? Und Herr Posselt hat dann gesagt, wir machen jetzt im Jahre 2018 den Innenraum der Hünenburg. Was ist dort los? Ja, und dann waren wir von den Socken. Denn das ist der Wall der Hünenburg. Und in der Hünenburg befindet sich ein 8 Meter breiter Graben, den man aber gar nicht sehen kann, weil natürlich immer gepflügt worden ist. Und noch weitere Areale, da können wir die Spannung jetzt wegnehmen, die sind jungsteinzeitlich, diese Abschnittswall. Weitere Datierungen gibt es dazu noch nicht. Man muss sich im Projekt immer auf das Projekt konzentrieren und nicht auf die ganzen schönen Sachen, die man nebenbei noch so findet. Wir haben dann also an verschiedenen Stellen, an 3 Stellen diesen Graben geschnitten und hatten da wieder Bodenkunde mit dem Pürkauer und so weiter geguckt, wie tief ist das? Ja, 1 Meter, 1,20 Meter. Dachten wir, Sie sehen die verschiedenen Planer. Hier waren wir auf so einer Steinschüttung angekommen. Es war kurz vor Ende der Grabung und haben gesagt, wir müssen jetzt hier mal auf die Sohle runter. Tief kann es nicht mehr sein, dachten wir in unserem jugendlichen Leichtsinn. Nein, es waren dann doch 3 Meter. Also wir haben einen 8 Meter breiten, 3 Meter tiefen Graben in der Hünenburg. Wie datiert der? Oben haben wir eine Fibel der römischen Kaiserzeit und eine Datierung des späten ersten, frühen zweiten Jahrhunderts nach Christus. Also der stand noch ganz, ganz lange offen, aber unten alles voll mit Knochen, sind wir wieder in diesem Bereich ausgehendes 12., frühes 11. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt haben wir uns diesen Bereich angeguckt, ob dort es eine Zuwegung gibt. Und wir sehen hier Erosionsmaterial, noch einen Grabenabschnitt, der uns interessieren soll. Dann sind wir dort weiter runtergegangen und wir haben dort dann in den Fels
hineingearbeitet, eine Erdbrücke gefunden, in diesem Bereich, in den Fels, nicht ganz so tief, das sehen Sie, riesige Felsquader, die sind rausgebrochen worden, um hier diesen Graben entsprechend auszuhöhlen. Und wir haben dann nochmal in der letzten Kampagne den weiteren Bereich dieses Grabens. Sie sehen, hier werden die Grabungsarbeiten in diesem Graben durchgeführt. Und wir haben hier eine Zuwegung. Und dieses ganze Material ist nach bronzezeitlich aufgeschüttet worden. Also wieder Fragestellungen, was ist dort passiert? Und nochmal die Frage, wie alt ist denn dieser Graben? Wir haben also den Wall. Wir haben den Graben und das, was von Wolf-Dieter Steinmetz als Kultpflaster mit menschlichen Skelettresten bezeichnet worden ist und erst in das frühe Mittelalter gestellt worden ist, das haben wir gesagt, das müssen wir jetzt datieren. Und dann sehen wir, die älteste Wallphase datiert 1130 bis 1020 vor Christus. Dann kamen die Daten für das Kultpflaster 1119 bis 1035 vor Christus. Das sind unsere zerrupften Bestattungen, die wir dort auch in einem Innenbereich fassen. Und dann, Überraschung, 1121 bis 1048, der Graben. Und damit ist also die Frage, die wir aktuell haben, was ist dort passiert? Die Datierung des Walles, 1130 bis 1020, und ein Graben, 1121 bis 1040, das ist zeitgleich archäologisch. Das macht natürlich gar keinen Sinn, einen Wall aufzuschütten und auf der Innenseite in einem minimalen Abstand, das sind hier immer 5 Meter, also 15 Meter hinter meinem Wall, einen 8 Meter breiten, 3 Meter tiefen Graben anzulegen. Also es scheint sich etwas entwickelt zu haben, dass wir sagen, die Verfüllung ist zu dem gleichen Zeitpunkt gekommen, wie man den Wall aufgeschüttet hat. Das sind also irrsinnige Baumaßnahmen in diesem Zeitraum, damit eine Veränderung des Nutzungskonzeptes. Wir haben da noch Überlegungen, was überhaupt mit dem Heseberg-Plateau in diesem Zeitraum passiert ist. Wo kommt dieses ganze Material, Erdmaterial her? Das sind also Fragen, die wir an den Innenraum haben. Und da hoffen wir, dass wir dort nochmal ansetzen können. Ich will sagen, wir haben mittlerweile ja mehrere oder 3 Bücher herausgebracht. Die Abschlussarbeit von mir, dann die Kataloge von mir, die Arbeit von Frau Menk zum Gräberfeld von Beierstedt, Sergej Most mit seinen Hünenburg-Forschungen zu der Importkeramik, zu den Dünnschliff-Analysen, die abgeschlossene Arbeit 2019 befindet sich in Druckvorbereitung und jetzt ja als Volontär hier im Hause Tobias Uhlig. Das muss ich noch lesen, aber ich kenne ja das eine oder andere, macht auch einen sehr guten Eindruck. Das sind dann die Hünenburg-Forschungen 1 bis 5 und das Kultareal muss ich auch noch vorlegen, da sind die Kataloge und die Zeichnungen auch fertig. Also, dass wir hier es deutlich machen, wie bedeutsam dieser Platz ist und dass wir auch unseren Publikationsverpflichtungen entsprechend nachkommen, denn das ist ja immer wichtig, Ausgrabungen können wir viel, spannende Sachen können wir viele finden, aber das wollen wir auch publizieren und deswegen ist in diesen Hünenburg-Forschungen 2 sind diese ersten Skelettreste 1 bis 62 auch schon alle publiziert, was ist das, Männer, Frauen, welche Schädelteile und so weiter und so fort. Und ja, ich habe dort über 2 Jahre verbracht, zusammengerechnet in vielen Sommern und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie heute in Präsenz da waren.